Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Evoli, beziehungsweise Pokémon Let's Go. Ja, da sollen wir hin auf jeden Fall mit der geheimen Technik. Wir haben ja Gott sei Dank unser Team schon mittlerweile geheilt. Sonst haben wir ja, glaube ich, alles erledigt, was Uranic City betrifft. Das heißt, nur noch die Arena steht uns an. Und ja, das machen wir heute. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von Urania City. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerstören. Für dich und Evoli sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier's am besten gleich mal aus. Ja, möchte ich. Fabelhaft, dein Partner dich auch mit einem Schnitt entfernt. Der Weg zur Arena steht nun auch offen und du darfst dich offiziell versuchen. Ich werde mal drin auf dich warten. Ja, liebe Leute, und dann geht's heute weiter mit der nächsten Arena. Das wäre die Arena Nummer 3 dann. Ach ja, Leute, Rätsel, okay. Nicht so schnell, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Der knallharte Arena-Leiter Majorbob weiß, Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen. Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte Karten. Pass auf, dass deine Pokémon nicht paralysiert werden. Majorbob ist außerdem sehr vorsichtig. Es ist gar nicht so leicht, an ihn ranzukommen. Ja, ganz einfach ist dieses Rätsel hier, Anführungszeichen einfach. Durino nach vorne. Ja, es gibt geheime Schalter in diesen Tonnen. Die müssen aktiviert werden. Und der eine Schalter liegt in irgendeiner Richtung. Also ein Schalter. Und der zweite Schalter liegt in irgendeiner Richtung um diese Tonne herum. Das heißt links, rechts, oben, unten, diagonal, wie auch immer. Und das müssen wir halt finden. Und das ist unser Ziel. Ihr kennt es wahrscheinlich aus Pokémon Gelb. Und ja, wir fangen mal an. Guck mal gerade, ob ich den schon hinkriege, ob ich den ersten schon finden bekomme. Also ich probier. Okay, die erste Reihe ist schon mal nischt. Aha, der erste schon gefunden. Vielleicht haben wir ja schon Glück. Ja, toll. Okay, dann haben wir das auch. Also die Trainer machen wir auf jeden Fall auch. Und da ist schon der erste. Als ich noch in der Armee gedient habe, war Major Bob mein Vorgesetzter. Bei seinem Training ging es noch Schlag auf Schlag. Was denn des Wortes? Na gut. Dann gucken wir mal. Also die Trainer machen wir auf jeden Fall. So, er fängt auf jeden Fall mit einem Pikachu an, aber er hat einen Pikachu. Ja, das glaube ich gar nicht. So, schauen wir mal. Donnerwetter. Jetzt ist klar. Ich meine, ich hätte den Jurin schon entwickeln können. So, Pikachu ist down. Und unser Pikachu reicht schon mal Level 20. Das ist gut. Stopp, 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 du bist so gut. Paralam einsetzen auf Dorino. Ich mach halt mal die Trainer schnell. Egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das da ist kein Kinderspielplatz. Dann kriegst du noch einen Schaufler drauf. Ein Nidorin. Ach Gott. Und den Zilo natürlich. Vielleicht reicht es sogar schon, das Down zu kriegen. Ja. Gut, da fehlt nur noch der eine Trainer. Und das ist hier der hier.
Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich euren Platz hier gesichert. Elektromusiker Alfred. Wollt ihr mal das tun? Ja, Major Bob wird definitiv nicht ohne werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das wird ein harter Kampf sein. Heute mal fängt mit Lichtschild an. Und die ganze gegen Spezialattacken bringt mir nur nichts. Ha! Ja, bei der Attacke trifft mich. Ja, das Finale hat natürlich mal alles andere als gar nichts gebracht. Und Level 23 für Nidorino. Nidorino ist schon zu ziehen, ja. Stabel rausnehmen. So, du hast noch einen Voltoball. So, wenn du den gleichen Scheiß wie vorher spielst, dann bist du eh down. Er fängt auf jeden Fall mit Donnerschocken. Komm, ich spiel nochmal Finale. Na gut, wollte mal das down jedenfalls. So. Gut, und jetzt heißt es noch nicht Halter. So, erste Barriere ist weg. Wenn wir Glück haben, ist es die zweite direkt daneben. Ein bisschen Glück dabei. Im Weg. Okay, das war eine, hätte sein können. Ja, einer von denen wäre es schon der hier gewesen. Das wird komplett resettet dann wieder, ne? Ja, wir haben jetzt ein bisschen Dusel. Jawohl, da ist der zweite Schalter. Und der Weg zum Major Bob ist frei. So, gerade mal gucken. Wir noch mal kurz unser Tier ein bisschen heilen. Ich würde wahrscheinlich so derbe auf die Fresse kriegen von ihm. Aber wir gucken mal. So. Willkommen in der Arena von Urania City Recruit. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern. Du hast ganz schön Mumm. Mit deinem halbgaren Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfer sind nicht für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Rekrut. So, die große Frage, was hast du, ne? Hast du das Pokémon, das ein Originalfilm? Nein, er hat drei. Pokémon Gelb hat er nämlich nur Raichu und das wird wahrscheinlich sein letztes Pokémon sein. Er fängt jedenfalls mit einem Voltoball an. Okay. Ich bin schon mit 28. Ich bin wieder scharf, ja. Ah, da Blitz, okay. So, ich wollte mal down kriegen. Ja, na klar. Reitschuh wird ziemlich böse enden. Und ist down. Dann hast du bestimmt noch Magnetilo oder so. Ja. Ist aber fast klar, dass du sowas in der Regel hast. Und
Level ist auch Level 25. Ja, dann Reitschuh vermutlich auch Level 28 in Drehung. Dein Nonner Blitz wird leider gar nicht. Und dann wird Nintilo geht sofort mit einem Schlag baden. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist klar. Jetzt kommt natürlich das Pokémon, wovor ich am meisten Angst hätte. Ich hoffe, dass du vorher Brutenschlag oder so kriegst. 26 ist es. Natürlich nicht. Aber das ist klar. Ich steck's weg. Der grillt mich jetzt gerade gleich so weg. Das ist wirklich ein kleines. Tu ihm weh, jawohl. So, jetzt ein bisschen Lucky Shot. Jetzt muss ich überleben. Gut, das tut es. So, dann ist das Raichu sogar, damit wir das Ding sogar gewonnen haben, ne? Hätte ich nicht aber, dass er zwei wegsteckt. Bei Raichu geht baden und damit haben wir es denn gewonnen. Hätte ich nie gedacht, dass wir das Ding so gut schaffen. Evoli reicht Level 23. Reicht aber mit 26. Bei 3 Level 4 Level drüber. Und trotzdem kriegst du es weggesteckt. Oh nein. Du weißt, man klemmt Rekrute. Du hast wirklich Talent. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Für deine Leistung verleihe ich hiermit den Donnerorden. Steht gestanden. Es war meine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir das hier noch mit auf den Weg. Ein Autogramm. Nicht ganz das, was du erwartet hast, hm? Ha, keine Sorge, das ist doch nicht alles. Nämlich die Team 36 Donnerblitz. Die TM 36 hat die Attacke Donnerblitz. Sie hat einen Elektro-Pokémon bei und die wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rekord? Jo, dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass wir den so einfach an der Führungszeichen wegstecken. Oh, toller Witz. Dann geht es auf jeden Fall Pikachu. Weil Donnerschock brauchen wir dann nicht mehr. Zumindest auch ein gutes Elektro-Pokémon, was gut ausgerüstet ist. Jo, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann kann man nämlich jetzt zu. Nein. Bevor ich jetzt was sage, könnten. Oh, Misty? Hallo, du? Wow, du hast echt Major Bob besiegt. Greife Leistung. Lass dich's anbringen. Dann hast du dir doch ein Polster verdient. Warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte, ich schwimme mal wieder aufs Meer raus. Manchmal wird mir mein kleines Schwimmbad ein wenig einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die satzigen Wellen der weiten See in mir spüren. Aber willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Diktathöhle? Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Alles klar, los geht's. Da wären wir. Das ist die Diktathöhle. Sie heißt so, weil sie von Dikta gegraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen, vielen tollen Pokémon. Jo, und trotzdem machen wir jetzt mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. Und dann gehen wir durch die League der Höhle. Und dann gehen wir zurück nach Moria City. Und wir haben da noch ein bisschen was zu erledigen. Naja, bis dann auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.